Willkommen Leute zu einer weiteren positiven Themenanalyse und zwar dieses Mal zu Magischer Musketier, ein Deckthema, was ich persönlich sehr gerne spiele und was ich jetzt mal vorstellen möchte. Das Thema hat insgesamt 15 Karten und zwar insgesamt 7 Effektmonster, 2 Zauberkarten, 5 Fallenkarten und ein Linkmonster. Und eine der Fallenkarten und das Linkmonster sind bisher nur OCG bzw. sie sind für das TCG angekündigt und ich denke mal, das werden sehr, sehr coole Karten sein. Das Linkmonster ist halt wirklich, wirklich interessant und die Fallenkarte, die schauen wir uns gleich auch an. Und ich werde dieses Thema heute bewerten. Es geht bei dem Thema um Spalten, das bedeutet, das wäre quasi vor dem Link-Format quasi nicht denkbar gewesen, so ein Konzept. Und naja, sämtliche Zauber- und Fallenkarten des Themas sind quasi meistens Handtraps. Und das ist interessant, weil du kannst quasi durch sämtliche Monster des Themas die ganzen Zauber- und Fallenkarten des Themas von der Hand aktivieren, solange man diese Monster kontrollieren sollte. Und je nachdem, wo man die quasi dann aktiviert, in welcher Spalte, kann man durch die Monster dann Effekte aktivieren. Und das ist halt ein so interessantes Konzept, dass ich das Thema auf jeden Fall, als es neu war, unbedingt testen wollte. Das habe ich auch gemacht. Aber mittlerweile ist, wie gesagt, etwas mehr Support raus. Und ich werde am Ende des Videos wie immer auch noch ein kleines Deckprofil machen, wo ich quasi auch ein paar OCG-Karten spielen werde. Weil es logischerweise, wie gesagt, auch dieses Linkmonster aufgreifen wird, was sehr, sehr wichtig ist für das Thema. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der Analyse. Und es wird auf jeden Fall ein recht umfangreiches Video, weil ich das Thema wirklich mag. Und ich will einiges dazu sagen. Und wir starten heute mit der Karte Magischer Musketier Casper. Und wenn diese Karte da liegen sollte, darf man logischerweise Zauber- und Fallenkarten des Themas von der Hand aktivieren, wie gesagt, auch in der Runde des Gegners. Und Freunde, wenn man eine Zauber- oder Fallenkarte in der Spalte von Casper aktivieren sollte, darf man eine Magische Musketierkarte raussuchen, egal welche. Auch wenn der Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte in der Spalte von Casper aktivieren sollte. Der Gegner sollte also auf jeden Fall aufpassen, was er tut, weil das kann ganz schnell mal nach hinten losgehen. Und deswegen werdet ihr meistens wahrscheinlich mit Magischer Musketier gewinnen, instant, wenn der Gegner dieses Thema noch nie gesehen hat und zu faul ist, eure Effekte zu lesen. Das wird nicht selten passieren und dann bekommt ihr quasi eine Free Search mit dieser Karte hier, was richtig geil kommen kann. Denn das Thema hat auf jeden Fall einige sehr starke Handtrap-Zauber- und Fallenkarten, die in der Runde des Gegners extrem devastating kommen können. Und da man sich quasi aussuchen kann, wann man eine Zauber- und Fallenkarte raussuchen möchte in der Runde des Gegners, die man in der Runde des Gegners einsetzen kann, denke ich, ist es ziemlich klar, warum man die Karte dreimal spielen sollte, oder? Eine der besten Karten des Themas und absoluter Staple im Magischer Musketier. Man kann sich kein Deck dieses Themas ohne so eine Karte hier vorstellen. Was wir allerdings auch haben, ist die Karte Magischer Musketier Doc und diese Karte hier kann einfach mal eine Magische Musketierkarte vom Friedhof sich adden, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte in seiner Spalte aktiviert wird und die Karte hat auch mal wieder quasi diesen typischen Monster-Effekt von Magischer Musketier, dass man Zauber- und Fallenkarten des Themas in seiner Spalte aktivieren kann. Und so kannst du quasi Karten recyceln, die man halt, naja, wieder braucht. Das können entweder Monster sein oder ganz einfach mal Zauber- und Fallenkarten, die man direkt wieder recyceln möchte, um weiterzumachen. Das Ding ist halt, einige Karten des Themas sind Once per Turn, aber man kann die sich halt für die nächste Runde aufheben oder einfach in der eigenen Runde quasi diese eine Surge noch mitnehmen, um sie quasi dann in der Runde des Gegners einzusetzen, um ihn unter Druck zu setzen. Sehr coole Karte ebenfalls, auch Stufe 3, ähnlich wie Casper. Die meisten wichtigen Monster des Themas sind Stufe 3, aber es gibt leider auch Stufe 4 Monster und ein Stufe 8 Monster. Und dementsprechend sind die Stufen nicht ganz übereinstimmend, aber das sorgt auch teilweise für sehr verschiedene Plays, die man teilweise echt ganz gut abusen kann. Und naja, diese Karte ist auf jeden Fall eine Karte, die man auch dreimal spielen sollte, weil dieser Recycling-Effekt wird im Laufe des Duells immer wertvoller und man kann ihn einfach nicht links liegen lassen, weil der sauwichtig ist. Dann haben wir allerdings auch die Karte Kid Brave und der kann quasi eine magische Musketierkarte abwerfen und zwei neue Karten ziehen, ähnlich wie in Zahlungnahme. Und dann bekommt man die Möglichkeit einfach neue Handtraps nachzuziehen, die man dann wieder für die Runde des Gegners nutzen kann. Oder einfach neue Monster, die man quasi gerade brauchen kann, indem man einfach Karten abwirft, die gerade nicht so wichtig sind. Und die Karten, die man abwerfen sollte, kann man auch mit dem Doc wieder recyceln. Also letztendlich sind die auch nicht für immer verloren. Das ist auf jeden Fall auch eine Karte, die man dreimal spielen sollte. Das ist ein drittes Stufe 3 Monster. Und die drei zusammen sind auf jeden Fall ein richtig gutes Team. Aber ich denke, dass gerade Casper und vielleicht auch der Doc ein bisschen besser sind als der Kid Brave. Aber wie gesagt, die nehmen sich nicht allzu viel. Und was euch jetzt vielleicht schon aufgefallen ist, ist eine Sache, diese Karten hier sind leider gar nicht mal so stark. Ne? Kid Brave hat 1,6, das ist nicht so viel, aber auch nicht so ultra wenig, aber die anderen Karten sind nochmal deutlich schwächer. Und deswegen sind OTKs zu dem Deckthema leider nicht wirklich einfach. Man muss so ein bisschen sich auf Grinding fokussieren, den Gegner ausgrinden, bis er quasi kaum noch Ressourcen hat. Und dann sollte man irgendwann anfangen, naja, für Game anzugreifen nach und nach. Und dann hat man auch irgendwann gewonnen. Aber wie gesagt, den krassen OTK wird das Thema hier nicht rausbekommen, aber das ist auch nicht der Sinn des Themas.
Ich würde allerdings sagen, wir starten jetzt mal mit den Stufe 4 Monstern. Und da fangen wir an mit der Karte Starfire. Und die Karte kann quasi ein magischer Musketiermonster aus dem Deck specialen, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte in seiner Spalte aktiviert wird. Und das kann halt irgendwas sein, ja? Damit bekommt man quasi jederzeit einen Casper aufs Board, der somit raussuchbar ist, beziehungsweise aus dem Deck specialbar ist. Und wenn man dann noch eine weitere Zauber- oder Fallenkarte aktivieren kann, bekommt man direkt eine Search von Casper, um den Gegner quasi zu behindern später. Und das ist richtig gut. Ich denke mal, dass Starfire auf jeden Fall eine Karte ist, die man ebenfalls spielen muss, aber nicht zwangsweise auf 3. Ich sehe sehr viele Leute, die bei Magical Musket so rangehen, dass sie Starfire 3-mal ins Main nehmen und die restlichen Stufe 4 Monster des Themas komplett außen vor lassen. Das finde ich allerdings nicht perfekt, weil ich finde, dass man die nächste Karte auch noch einmal spielen sollte. Und zwar Calamity, weil die specialt einfach mal vom Friedhof. Und das kann teilweise sehr wichtig sein, aber der Effekt von ihr ist gar nicht mal so relevant für mich. Es geht mir mehr darum, dass man quasi mit Starfire nicht einen Starfire aus dem Deck holen kann. Das bedeutet, du kannst mit Starfire nicht direkt einen Rang 4 XC-Play vorbereiten für deine Runde. Und das finde ich schade, wenn man quasi diese Option nicht wahrnehmen möchte. Und deswegen Starfire quasi dreimal spielt und Calamity gar nicht. Und deswegen würde ich sagen, macht eine Calamity schon Sinn, sodass man quasi mit Starfire jederzeit die eine Calamity specialen kann. Und dann kann man vielleicht noch der Effekt einsetzen, ist aber gar nicht so relevant. Es geht mir mehr quasi um diese Rang 4 XC-Plays, die man dann problemfrei machen kann. Und so kann man quasi konstant in dem Deck hier auf Rang 3 XC-Plays gehen und auf Rang 4 XC-Plays oder auf Link-Plays. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Palette an Plays, die man hier machen kann. Und man kann auch diesen Effekt mal wieder aktivieren von dieser Karte hier, wenn eine Zauber- oder Fallenkarte in ihrer Spalte aktiviert wird. Aber wie gesagt, das ist bei jedem Musketiermonster so. Und dann haben wir halt noch die Karte Magischer Musketier Wild und die Karte hat ein 7, ist also recht stark, aber der Effekt ist hier gar nicht mal so toll, ne? Du kannst hier quasi 3 Magischer Musketierkarten im Friedhof ins Deck mischen, um eine Karte zu ziehen. Und das klingt erstmal ganz toll, aber Leute, wir haben Kitbrave. Das ist ein richtig guter Draw-Effekt, ja? Wir brauchen den Wild einfach nicht. Und wie gesagt, wir haben für Starfire, für diese Special Summon als Target, eine Stufe 4 Monsters, die eine Calamity. Also ist der Wild hier vollkommen nutzlos. Wenn es die Calamity nicht geben würde, würde ich den Wild einmal spielen wollen, aber so, muss ich sagen, brauchen wir die Karte gar nicht und wir fokussieren uns sowieso mehr auf die Stufe 3 Monster, weil das sind halt die Powerkarten des Themas, neben Starfire. Und das letzte Effektmonster des Themas ist die Karte Magischer Musketenmeister, Zakiel, und die Karte ist ein Stufe 8 Monster mit den Werten 2,5, 2,5, also richtig gute Werte, und der Effekt: Du kannst diese Karte offen als Tributbeschwörung beschwören, indem du ein magischer Musketiermonster als Tribut anbietest. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers kannst du magischer Musketier, Zauber- und Fallenkarten von deiner Hand aktivieren. Also mal wieder dieser typische Effekt. Once per Turn. Während der Endphase deines Gegners, du kannst Karten in Höhe der Anzahl magischer Musketier, Zauber- und Fallenkarten ziehen, die du in diesem Spielzug aktiviert hast, solange diese Karte offen auf dem Board lag. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per Turn einsetzen. Und das ist, muss ich sagen, gar nicht so schlecht, aber es ist nicht notwendig. Die Karte braucht ein Tribut, die ist unfassbar langsam und das Deck kann sowieso nicht so gut swarmen, außer halt mit so ein paar Effekten. Es geht mehr um die eine normale Summon pro Spielzug quasi. Deswegen haben auch zu Beginn dieses Themas, als es neu raus war, sehr viele Leute Double Summon gespielt, aber ich muss sagen, diese Option gefällt mir gar nicht so sehr. Auch wenn man damit Casper und so triggern kann, finde ich nicht so toll. Und Zakiel ist halt eine Karte, die kann man sich schon vorstellen, die ist jetzt nicht Abfall, aber die ist einfach nicht notwendig. Lasst sie einfach raus, dieses Controlling mit den Stufe 3 und Stufe 4 Monstern funktioniert prima. Und gerade dieses Plus hier kann man wunderbar durch das Link-Monster erwirtschaften, zu dem wir jetzt kommen. Aber wie gesagt, das ist noch OCG-exclusive bzw. noch nicht im TCG erhältlich. Und dieses Link-Monster ist die Karte Magical Musketeer Max. Und diese Karte hier ist ein Link-1-Link-Monster mit 1000 ATK. Und es wird beschworen durch ein Magical Musketeer-Monster mit der Stufe 8 oder niedriger, also quasi jedes Monster des Themas. Und diese Karte ist richtig gut. Wenn man diese Karte kontrollieren sollte, darf man quasi wie für gewöhnlich auch mit den anderen Karten des Themas die Zauber- und Fallenkarten des Themas von der Hand aktivieren. Und naja, wenn die Karte Link beschworen wird, darf man einen der folgenden Effekte aktivieren. Erstens, hole dir Zauber- und Fallenkarten auf deine Hand von deinem Deck bis zu der Anzahl der Monster, die der Gegner kontrolliert. Oder zweitens, Spezialbeschwöre so viele magische Musketiermonster von deinem Deck mit verschiedenen Namen bis zu der Anzahl an Zauber- und Fallenkarten, die der Gegner kontrolliert. Und das ist halt unfassbar gut. Du kannst damit teilweise 3-4 Karten specialen oder 3-4 Karten raussuchen. Ich meine, besser geht's quasi gar nicht. Dieses Monster hier ist unfassbar geiler Support, wenn man quasi Second gehen möchte. Und das ist halt schwierig mit dem Thema hier. Du möchtest eigentlich First gehen.
Du möchtest dich im ersten Spielzug darauf vorbereiten, dass der Gegner in seiner Runde diverse Sachen machen möchte und du willst dir quasi schon mal ein paar Handtraps raussuchen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo du quasi dran warst, kannst du keine Zauber- und Fallenkarten dieses Themas von der Hand aktivieren. Das heißt, der Gegner kann quasi machen, was er möchte und das ist gar nicht mal so toll. Deswegen ist es gar nicht mal so toll, mit dem Thema hier Second zu gehen, bis diese Karte hier rauskommt. Weil dann kann man den Gegner für seine Plays richtig heftig punishen. Es ist natürlich richtig bitter, wenn die Karte hier negiert wird, aber wenn die Karte durchkommen sollte, dann macht sie unfassbares Plus. Ich finde, Max ist sogar so gut, dass man die Karte dreimal spielen sollte, obwohl sie ein Extra-Deck-Monster ist, ja? Sowas sage ich echt selten. Sehr coole Karte auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf die Karte, ich mag auch das Artwork und ich denke, das ist sehr wichtiger Support gewesen und damit ist das Thema nochmal deutlich besser geworden. Als nächstes kommen wir jetzt allerdings endlich mal zu den Zauber- und Fallenkarten des Themas und wir starten mal mit den Zauberkarten. Und das sind logischerweise Quickspell-Zauberkarten, alles andere macht auch keinen Sinn, wenn man sie von der Hand aktivieren möchte. Und das in der Runde des Gegners. Und die erste Karte, die wir haben, ist die Karte Magische Muskete, Ruhige Hände. Und das ist quasi eine Art Honest, weil damit kann man quasi ein magischer Musketiermonster doppelt so stark machen bis zur Endphase. Und so kann man quasi Kämpfe gewinnen. Das kommt teilweise sehr überraschend. Ich würde die Karte allerdings trotzdem nur einmal spielen. Weil du brauchst das eigentlich gar nicht so häufig. Und wenn du die Karte mal schon verbraucht hast und nochmal brauchen solltest, hast du den Dock. Von daher kann man die Karte auch recyceln. Es gibt Leute, die die Karte zweimal spielen, aber ich finde das nicht zwangsweise notwendig. Zumal es auch teilweise mal vorkommen kann, dass diese Verdopplung nicht ausreicht, um Kämpfe zu gewinnen. Und dann ist die Karte ziemlich tot. Und es gibt eine andere Quickspell-Karte des Themas, die deutlich geiler ist. Und zwar die Karte über Kreuzüberlegenheit bzw. Cross-Domination, was sich wesentlich besser anhört. Und damit kann man quasi ein Monster auf dem Board auf 0 ATK und Death reduzieren und seine Effekte negieren. Das ist unfassbar gemein. Also diese Karte ist eine der besten Karten des Themas. Wenn man das in der Runde des Gegners aktivieren kann, wann man möchte, hat der Gegner einfach mal gelitten. Damit kann man quasi jedes Play aufhalten, was irgendwie mit Monstern zu tun hat, solange man das Monster in irgendeiner Weise als Ziel wählen kann. Und das macht diese Karte so mächtig. Ich würde die auf jeden Fall dreimal spielen, keine Diskussion. Die ist zehnmal besser als die andere Quickspell-Karte, aber wie gesagt, dadurch, dass man die andere auch raussuchen kann, macht das keinen Sinn, auf die zu verzichten. Aber auf jeden Fall ist das hier die wesentlich stärkere Karte. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu den 5 Fallenkarten. Und da starten wir mit der Karte Desperado und damit kann man einfach eine Karte schießen, die offen ist. Das war's. Und das ist ziemlich gut. Du kannst einfach irgendwas wegballern. Ein Monster des Gegners, eine Spielfeldzauberkarte, eine Pendelkarte, wie auch immer, vollkommen egal. Du kannst schießen, was du möchtest, es sei denn, es kann nicht gecrushed werden. Und wie gesagt, wenn du eine dieser Zauber- und Fallenkarten aktivierst, in der Runde des Gegners, in einer Spalte, in der ein magischer Musketiermonster liegt, können die Monster auch wieder ihre Effekte aktivieren. Du kannst also beispielsweise sagen, okay, der Gegner macht gerade was Gefährliches, ich aktiviere Desperado in der Spalte von Casper und suche die Cross-Domination und kann dann gleich quasi noch was aufhalten. Du hast also quasi instant durch einen Casper und einen Desperado oder Cross-Domination zwei Negations in der Runde des Gegners beziehungsweise zwei Interaktionen in der Runde des Gegners, die richtig gut kommen können. Und das macht Desperado beziehungsweise Cross-Domination so unfassbar gut, aber es geht auch weiter. Denn wir haben auch noch die Karte Letztes Gefecht. Und da wird das Ganze jetzt wirklich interessant, weil die Karte kann einfach mal Zauber- und Fallenkarten aufhalten. Und das kann richtig gut kommen. Ich würde sagen, es macht Sinn für gewöhnlich, ein Letztes Gefecht, eine Cross-Domination und ein Desperado immer auf der Hand zu behalten. Weil wenn man die sich quasi immer warm hält, hat man eigentlich gegen jede Situation irgendwas. Denn wenn du quasi Monster-Effekte durch Cross-Domination, offene Karten generell durch Desperado und Zauber- und Fallenkarten durch Letztes Gefecht aufhalten kannst, hast du immer eine Antwort. Und das ist so schön. Ich muss sagen, die Karte ist richtig geil. Das Einzige, was diese drei Karten zusammen quasi nicht aufhalten können, sind für gewöhnlich Handtrap-Karten. Und die können blöd kommen, aber wie gesagt, Handtraps sind halt generell heutzutage sehr stark. Von daher ist es auch kein Wunder. Was wir allerdings auch noch haben, ist die Karte Tanzende Nadel. Und damit kann man einfach mal drei Karten in den Friedhöfen verbannen, um quasi Plays mit den Friedhöfen der Spieler zu unterbinden. Man kann beispielsweise, wenn der Gegner gerade durch Monster Reborn eine Karte targetet in seinem Friedhof, diese Karte banishen und das Monster wird nicht wiederbelebt. Ich finde die tanzende Nadel nicht schlecht, aber ich würde sie nicht mehr als einmal spielen. Man kann sie höchstens quasi im Side-Deck noch ein paar Mal spielen, wenn man halt wirklich Angst hat quasi gegen Grave-Decks zu spielen. Weil für gewöhnlich ist die Karte halt manchmal gar nicht mal so wichtig, aber wenn man sie mal brauchen sollte, kann man sie jederzeit raussuchen und das macht die Karte dann schon sehr interessant, wie ich finde.
Und was man auf jeden Fall auch einmal spielen sollte, ist die Karte Unterweltler-Abkommen, weil das schützt quasi alle magischen Musketiermonster vor der Zerstörung durch Karteneffekte. Und das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Denn wir haben einfach Angst vor so Karten wie Raigeki. Das kann richtig blöd kommen. Stellt euch vor, ihr habt einfach drei Handtraps auf der Hand. Keine davon ist halt das letzte Gefecht, was Zauber- und Fallenkarten aufhalten kann. Und ihr habt drei Monster draußen, könnt quasi das Spiel komplett kontrollieren. Und der Gegner zündet einfach mal instant Raigeki. Ihr habt verschissen. Ihr habt einfach verkackt. Wenn die Monster von euch quasi so leicht alle sterben können, ist das einfach richtig devastating. Und deswegen ist es sehr schön, das Abkommen hier einmal zu kontrollieren. Das ist nicht zwangsweise hilfreich, der Gegner kann es auch teilweise outen, aber es ist schon mal sehr, sehr praktisch. Und wenn die Karte geschossen werden sollte, darf man eine weitere Karte des Themas raussuchen als Strafe. Der Gegner wird also quasi bestraft, wenn eure Karten auffällt, und das ist richtig gut. Ihr müsst allerdings aufpassen. Ihr aktiviert zwar quasi die Effekte von euren Monstern, wenn ihr das Abkommen in deren Spalte aktiviert, aber die Karte hier ist halt permanent. Das bedeutet, das Monster kann dann quasi nie wieder seinen Effekt aktivieren, solange das Abkommen genau da liegt. Und deswegen sollte man aufpassen, man sollte vielleicht nicht immer beispielsweise die Karte hier unter Casper platzieren, weil dann kann er nie wieder raussuchen und das ist doch teilweise nicht so gut, also seid da vorsichtig, aber die Karte ist auf jeden Fall trotzdem etwas, was ich einmal spielen würde, einfach zur Vorsicht, aber jetzt kommen wir noch zu der Fallenkarte, die noch aus dem OCG kommt. Und das ist halt die Karte Magische Muskete Bloody Crown. Und ich muss sagen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Karte halten soll. Du kannst damit quasi in der Runde des Gegners ein Monster von deiner Hand specialen. Und naja, das kann ziemlich gut kommen. Und dann ist quasi diese Spalte erstmal komplett blockiert für den Gegner. Und naja, das kann gut kommen. Aber es ist mal wieder eine permanente Fallenkarte. Und ich würde euch einfach empfehlen, wenn ihr die spielen wollt, dann spielt sie einfach einmal und testet sie ein bisschen. Man kann aktuell noch nicht sagen, ob die Karte wirklich notwendig ist oder nicht. Ich würde sagen, sie kann gut kommen. Sie hat auf jeden Fall ihre Begründung. Aber ich denke, dass man einfach die schlechteren Karten des Themas, bei den Zauber- und Fallenkarten, als One-Off spielen sollte, weil man sowieso immer an die rankommt, wenn man sie braucht, ja? Die können zwar auch bricken, wenn sie gerade mal schlecht kommen, aber wie wahrscheinlich ist das? Ich meine beispielsweise diese schlechtere Schnellzauberkarte, die kommt eigentlich nie ganz tot, ja? Die kommt manchmal nicht so gut, aber die kommt nie ganz tot. Dann haben wir wie gesagt das Abkommen, das braucht man sowieso einmal, von daher kann man es auch meinetwegen ziehen. Und so Sachen wie halt Dancing Needle, okay, die können tot kommen, aber das ist quasi ein Garnet, den man spielt, den man nur manchmal braucht. Also, why not? Kann man einfach machen. Und wie gesagt, Calamity ist auch eine Karte, die teilweise gut kommen kann. Von daher würde ich sagen, macht die eine Bloody Crown jetzt auch nicht unbedingt den Bock fett. Und ich würde die Karte auf jeden Fall einmal spielen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Und da wären wir auch schon im Fazit. Und ich muss sagen, dieses ganze Thema hier ist sehr, sehr speziell. Ich mag es doch sehr. Ich finde es schön, wie hier einfach die Spalten aufgegriffen werden, weil es eine Mechanik ist, die einfach vor dem Link-Format quasi gar nicht existent war in Yu-Gi-Oh! Außer mit so ein paar Fun-Karten, die keiner gespielt hat. Und wir haben hier einfach die Möglichkeit quasi, ein Control-Deck zu spielen, was die Zauber- und Fallenkarten auf der Hand behalten kann. Das war für gewöhnlich bisher gar nicht denkbar in Yu-Gi-Oh!, ja? Weil so kann man quasi sich schützen vor so Karten wie Mystischer Raumtelfun. Und die wenigen Karten, die auf dem Board liegen bleiben, wie beispielsweise das Abkommen, haben teilweise noch Schutzeffekte, um quasi den Gegner zu bestrafen, wenn sie geschossen werden sollten. Und das ist wirklich gut. Und die Monster haben auch coole Effekte. Das Einzige, was das Thema nicht wirklich kann, ist Floaten und OTKen. Das ist nicht unbedingt die Stärke des Themas, aber das ist auch nicht der Sinn und Zweck des Themas. Von daher ist das gar nicht mal so schlimm. Ich denke, man kann das Thema auf jeden Fall auf viele verschiedene Arten und Weisen spielen. Wie gesagt, man kann das Bossmonster integrieren. Das wäre gar nicht so schrecklich, aber ich würde es nicht empfehlen. Man kann teilweise Calamity rauslassen und quasi wirklich nur auf die Rang-3-Engine gehen, beziehungsweise noch so ein Fahrstufe-4-Monster inkluden, aber quasi nicht diese freie Rang-4-Engine haben, über halt Starfire. Und man kann halt teilweise noch diverse Handtraps ergänzen und so weiter, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Deck-Profile und da werde ich noch ein bisschen auf das Deck an sich eingehen, was ich gebaut habe. Und da sieht man das Deck auch schon. Und ich denke mal, das ist so recht gut, ne? Wir haben zunächst mal auf jeden Fall 3 Kitbrave, 3 Dog, 3 Casper, das ist Staple. Wir haben nur 2 Starfire, dafür wie gesagt ein Calamity. Das ist meine persönliche Präferenz, aber das muss man nicht so machen. Und dann spiele ich logischerweise sehr viele Handtraps und ihr seht schon, ich spiele hier teilweise One-Offs. Und warum mache ich das? Ganz einfach. Es ist teilweise blöd, dass diese Handtrap-Karten once per turn sind. Und wenn du beispielsweise zweimal die Ghostbell auf der Hand hast, dann, naja, kommt die teilweise nicht so gut, ne? Und von daher würde ich empfehlen, einfach einen Ghost Ogre zu spielen. Wieso nicht? Kann man teilweise zum Beispiel machen, ja? Man sollte also bei den Handtraps auf jeden Fall hier etwas erfinderischer werden, gerade weil das Deck quasi nur aus Handtraps besteht. Und
Und was wir dann logischerweise haben, ist halt dreimal die Cross-Domination, einmal die schlechtere Stellzauberkarte, dreimal jeweils als One-Off die drei schlechteren Fallenkarten, beziehungsweise die nicht so wichtigen Fallenkarten. Und dann jeweils als Playset die beiden wichtigen Fallenkarten. Und dann haben wir noch ein paar Bonuskarten, und zwar zunächst mal die Karte Pot of Desires. Es gibt keinen Grund, die Karte nicht zu spielen. Und die ist quasi häufig einfach mal eine weitere Handtrap, die man zieht. Von daher ist die Karte einfach Staple, muss man spielen. Man kann zwar teilweise einige One-Offs verbannen, aber man kann auch beispielsweise vorher einfach suchen, so Sachen wie das Abkommen, und dann ist es vollkommen okay. Und wenn da eine Calamity beispielsweise verbannt wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Von daher ist die Karte auf jeden Fall wichtig. Noch besser ist allerdings die Karte Ties of the Fucking Brethren, weil die Karte ist unfassbar gut. Du kannst damit quasi einfach aus einem Monster des Themas drei Monster des Themas machen, zu minimalen Downsides. Und das sorgt einfach teilweise für einen sofortigen Insta-Win. Weil du kannst dann einfach so leicht dein Board aufbauen, das ist echt der Wahnsinn. Und das ist auch der Grund, weswegen ich heutzutage, ehrlich gesagt, nicht mehr den Pot of Duality hier spiele, weil du möchtest einfach diese Specials haben, immer machen können. Und du willst nicht, dass der Pot of Duality teilweise tot kommt. Davon bin ich kein großer Freund. Und das war's quasi auch schon. Ich denke mal, so kann man das Deck ganz gut bauen. Was wir im Extra-Deck haben, ist auch ganz klar. Wir haben zunächst mal eine ganz simple, naja, Nightmare Engine. Die ist einfach Staple. Dann haben wir den Security Dragon. Den wollte ich mal testen. Wir haben dreimal das Link-Monster des Themas, weil das einfach nur lächerlich stark ist. Wir haben einen Boreal Sword Dragon. Und dann hat diverse Rang 3 und Rang 4 Staples. Ich denke mal, das macht auch Sinn. Und dann haben wir schon ein recht gutes magischer Musketier-Deck, was man so eigentlich recht leicht bauen kann. Was allerdings, wie gesagt, einige persönliche Präferenzen von mir drin hat. Von daher, wenn man das Ganze etwas mehr, ja, so bauen würde, wie es die meisten bauen, würde man wahrscheinlich beispielsweise Calamity weglassen, aber wie gesagt, ich bin davon ein großer Freund. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, ich mag das Thema sehr und weitere Themenvorschläge auch gerne in die Kommentare, und dann wird es mit dem am nächsten Mal weitergehen, und ich bin mal sehr gespannt, was für Themen wir hier quasi noch dran nehmen werden. Es gibt auf jeden Fall sehr viele sehr coole Themen, die man hier noch ansprechen kann. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.